Ja, wir verhandeln für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, haben zwei Verhandlungsrunden hinter uns gehabt und die Arbeitgeberseite hat bisher immer noch kein Angebot vorgelegt für die Lohnerhöhung der Kolleginnen und Kollegen. Insofern haben wir heute die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Bremen zum Warnstreik aufgerufen. Die Resonanz ist sehr gut. Wir haben mit 750 Kollegen gerechnet. Es sind 800, 900 Kollegen, was ich jetzt hier auf dem Platz. Die Kollegen wollen jetzt endlich ein vernünftiges Angebot und eine ordentliche Lohnerhöhung haben. Also die Stimmung ist schon gereizt und auch verärgert, weil die Rahmenbedingungen sind so gut wie noch nie waren in Deutschland. Wir haben super Steuereinnahmen, wir haben Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst und die Arbeitgeber kommen nicht mit einem vernünftigen Angebot rüber. Insbesondere auch die Sparkassenvertreter, obwohl sie über 6 Milliarden Überschüsse haben, stellen sich quer für vernünftige Lohnerhöhungen. Das können wir nicht nachvollziehen. Wir fordern 6%, mindestens 200 Euro mehr. Gerade unsere Lohngruppen brauchen auch die kräftige Lohnerhöhung, einfach auch für eine steigende Binnennachfrage hier in Deutschland.